weil die Arbeit auf dem Platz ist ganz entscheidend, dass der Trainer ein Stück weit Erfahrung mitbringt. Deswegen achten wir darauf, dass die Trainer aus NLZs kommen. Das heißt, Jugendmannschaft von Bundesligisten trainieren oder Stützpunkttrainer sind oder halt ehemalige Profis. Ganz wichtig ist, beziehungsweise noch wichtiger ist der Umgang mit den Kindern. Da legen wir sehr, sehr großen Wert drauf. Und was das Training mit den Kids angeht, ja, dass die Kids was mitnehmen, was nach Hause nehmen, was sie was lernen. Und vordergründig, dass sie was Spaß. Denkt ihr, wo die drauf spielen? Auf welches Tor? Da ist ein Tor, oder? Versuche insgesamt die ganze Paket, was Fußball in seine Fußballkarriere braucht. Das ist Ball annehmen, Ball zu spielen, Langball, Kurzball, Ball annehmen, Kopfball. Erst einmal kommen auch die Disziplinen dazu. Das muss die Kinder auch wissen, dass sie Fußballspieler zu sein, muss auch 100% hart arbeiten. Und dazu braucht die auch Disziplin. Aber wir die ganze 100%, was wir versuchen, erst einmal, dass die Kinder Spaß haben. Hat man die Möglichkeit, Training auf allerhöchstem Niveau zu erleben, was in den Vereinen schon häufig der Fall ist, aber hier das Ganze dann nochmal mit Profis, mit tollen Fußballtrainern umsetzen zu können, gibt den Kindern, vor allem auch den Jugendlichen, hier die Chance, den fußballerischen Inhalt so zu lernen, wie es am besten ist. Sie haben die Möglichkeit hier mit viel Spaß, mit viel Engagement, viele Inhalte sehr, sehr intensiv zu üben und ich denke, das bringt den Kindern einfach einen enormen Mehrwert, den sie dadurch haben. Den werden sie auch in ihrer Vereinsarbeit immer wieder merken, dass sie hier bei der Fußballschule Grenzland waren. Natürlich gerade bei Kindern die technische Ausbildung. Ich kenne das von mir. Ich habe jahrelang im Jugendbereich kein Torwarttraining gehabt. Ging leider erst seit der A-Jugend los und ist eben ganz wichtig, die Grundtechniken des Torwartspiels so früh wie möglich zu erlernen.
Von den Grundtechniken geht einfach alles los, ob flacher Ball, halb hoher Ball, hoher Ball, technische Abläufe, die sind einfach wichtig. Und gerade im Jugendalter kann man die lernen. Ich hoffe, dass wir so auch ein bisschen was mit nach Hause nehmen können, vielleicht auch ein bisschen was in den Vereinen mit.